Moin Freunde, was geht ab? Wir sind heute im MPL-Spieltag Nummer 4 am Start. Letzte Woche kam kein Battle, dafür kommt er aber jetzt irgendwie in dieser Woche. Also bleibt auf dem Laufenden. Es wird krass. Ich bin heute dran gegen den lieben, atemberaubenden. Ich weiß nicht, ob der gut aussieht, keine Ahnung. Wir spielen heute gegen Lewis, ja? Lewis hat einen guten Core. Lewis ist im Moment vor mir, der hat Zelos geschlagen im letzten Ding. Er spielt nicht schlecht, er kann was, ja, der Boy ist nicht schlecht, also wirklich, der hat echt was drauf, ja. Und ich habe natürlich auch einige coole Mons wieder dabei, ja, ich bin hier heute mit meinem Zelfe dabei, ich habe mein Pelipper mit Boreos, Tentantel, Sumpex und auch Illithid. Sehr nice finde ich das eigentlich, gefällt mir, das Team ist gut, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, doch, ich kann noch ein bisschen mehr dazu sagen, ja. Also, ich habe ein physisches Selfie dabei, aus einfachem Grunde, ich habe das drin für Terrakium, damit ich immer einen Switch in den Terrakium habe, weil Terrakium, Nahkampf etc. ist halt immer ein bisschen schwierig und deswegen dachte ich mir, gut, ich brauche ein physisches Selfie, damit ich ein bisschen was machen kann, damit ich gut switchen kann. Dann habe ich natürlich noch ein Pelipper dabei, was ich hier mit Nassbrocken spiele, was extra den Regen lang rausbringen soll. Boreos ist dabei, das spiele ich Wahlbandit im Moment, also physisch, aus dem einfachen Grunde. Weil physisch kann ich, mit physisch kann ich super viel machen. Akrobatik, Abschlag, ein Eisenschweif macht auch Filinara, was er auch mit hat. Super krassen Damage. Und ich dachte mir so, mit Eisenschweif kann ich auch noch Terrakium treffen. Ich bin outspeeded, das Ding. Also von daher ist das gar nicht so schlecht, ja. Dann habe ich noch ein Tentantel dabei, was ich speziell spiele, weil ich brauche ja irgendwie nur so eine kleine spezielle Roll. Problem ist an dieser Sache, ich muss Heatran rauskriegen, weil sonst Heatran mir echt Probleme bereiten kann. Und das ist so ein bisschen schwierig. Ich muss dazu aber auch sagen, meine spezielle Wall ist hier aber auch Pelipper ein bisschen mit, weil ich habe das komplett speziell investiert. Weil das Ding ist ein defensives Pelipper. Das ist kein offensives oder so. Es ist speziell. Dann habe ich noch Sumpex dabei. Ich habe so viel Innet drauf, dass ich ein... Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Wartet. Dass ich ein... Ich weiß gerade gar nicht, was ist. Ich outspeede. Warte. Ich weiß es ganz genau. Ich outspeede nämlich kein Scarf Quajutsu. Das outspeede ich nämlich nicht. Und das Schnellste, was er dann noch hat... ist Elfhuhn. Und ich habe so viel investiert, dass ich ein Elfhuhn outspeede, was halt, wenn er das Scarf halt spielen sollte. Wenn, ja. Deswegen, oder? Nee. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ich hab extra so viel drauf, dass wenn er halt ein Scarf Terrakium spielt, dass ich um einen Punkt outspeede. So war das, genau. Scarf Terrakium, weil Elfhuhn outspeede ich sowieso nicht, wenn er Scarf ist. Und Quajutsu outspeede ich auch nicht. Das war nämlich das Problem. Und deswegen habe ich extra das draufgepackt. Und Megalarchos kann ja nicht Scarf spielen, weil das nicht möglich ist. Also von daher habe ich das extra so investiert. Und da habe ich die restlichen in die KP investiert, damit ich ein bisschen mehr KP-Investment habe. Und dann spiele ich natürlich hier noch mein Illithid, was hier speziell ist mit Trockenheit, was eigentlich sehr gut im Regen passt. Ich hatte erst überlegt, ob ich gar keinen Regen spiele gegen ihn. Dann habe ich mir überlegt, doch, der Regen ist doch gar nicht so schlecht. Und im zweiten Team hatte ich dann Regen eingebaut. Und dann habe ich im dritten... Ich habe drei Teams auch hier wieder gebaut, wie gegen Pog im Prinzip. Und im dritten Team habe ich dann gesagt, komm, wir nehmen Regen. Vielleicht war es gar nicht so klug. Ich weiß es echt gar nicht, ob es so klug war, weil auf Regen bereiten sich irgendwie alle bei mir vor. Und deswegen mal schauen. So, Lewis hat dabei Megalatios, Elfhuhn, Terrakium, Filinara, Quajutsu und Heatran. Ich würde sagen, wir starten. Ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Und ich würde sagen, let's go. So, mir wird kalt. Bei den warmen Wettertagen wird mir einfach kalt. So, Lewis leadet hier an dieser Stelle mit Latispaß. Ich leade hier an dieser Stelle mit meinen Selfie, weil ich mir dachte, okay, mit Selfie kann ich eigentlich am besten was machen, weil er kann mir nicht viel Damage machen. Ein Draco würde ich tanken, wenn er spielt. Cormine denke ich nicht, dass er spielt. Deswegen bin ich auch auf eine Kehrtwende gegangen, wenn er halt Cormine spielen sollte, dass ich halt dann direkt reagieren kann. Er geht hier natürlich dann direkt in seinen Razor Man. Das ist sein Heatran, was auch okay ist an dieser Stelle, was wirklich völlig okay ist. Ich mache ein bisschen... was einfach gar nichts ist. Gehe jetzt in mein Iron Man, was hier natürlich den Surfer drauf hat. Und ich dachte mir so, okay, er wird predikten, dass ich den Surfer habe und wechselt wahrscheinlich wieder aus. Und ich gehe wieder auf den Void-Wechsel, hole mir wieder mein Momentum wieder, mache damit wieder ein bisschen Chip-Damage. Ja, kann hier ein bisschen Damage auf Filinara wieder machen, kann wieder rausgehen, kann jetzt hier meinen Boreos reinholen, weil Boreos hätte, also ganz ehrlich, mein Boreos, Wahlbandit, physisch investiert, hätte an dieser Stelle Selfien rausnehmen können. Es wäre eine Wall gewesen. Also wahrscheinlich so 50-50 in diesem Moment. Dadurch, dass er jetzt Protect gedrückt hat, hat er halt die Wall, dass er halt mehr überlebt. Und das war mir dann wirklich zu unsicher. Ich hätte es machen können, aber ich bin davon ausgegangen, weil er Selfien mit Leftovers spielt, dass er halt physisch investiert ist in das Ding.
und dachte mir so, okay, ich riskiere es lieber nicht. Ich wechsle direkt aus, gebe mein Kimme, weil wenn, dann würde er jetzt auf den Hyper Voice gehen oder er wechselt direkt aus, weil ich habe schon gedacht, er wird wahrscheinlich direkt auswechseln, weil er predikten wird, dass ich wieder Eisenschweif drücke und er geht dann auf Heatran. So habe ich mir jetzt wieder das Momentum geholt, konnte ihn sehr gut unter Druck setzen und jetzt dachte ich mir so, er wird wahrscheinlich Kraftreserve spielen. Und er spielt auch die Kraftreserve Elektro. Ich bin speziell investiert, deswegen reicht es hier nicht aus an dieser Stelle. Also Gott sei Dank haben wir speziell gemacht. Ich gehe hier diesmal wieder auf ein Siedewasser. An dieser Stelle habe ich jetzt überlegt, okay, was würde er machen? Würde er sich Heatran noch aufschwimmen? Weil Heatran war einfach extrem wichtig gegen Tentantil für mich, gegen, also... Okay, ihr könnt mich auch mit Terrakium rausnehmen, aber das ist einfach besser. Ich bin jetzt hier auf mein Illizat gegangen, weil ich dachte, okay, er wird vielleicht jetzt nochmal Kraftreserve drücken, um mich rauszunehmen. Hat er aber nicht gemacht, er ging auf die Tarnstelle, was, muss ich sagen, sehr dumm von mir war. Ich hätte ihn einfach rausnehmen sollen, wäre die klügere Variante gewesen. Oder ich wäre auf den Ruheort wegen mir auch gegangen, wäre auch ganz Ruheort. Der Ruheort wäre ich gegangen, wäre auch ganz gut gewesen. Ich gehe jetzt wieder für einen Void-Wechsel, mache wieder ein bisschen Chip-Damage auf Felinara, was auch sehr gut ist, weil ich brauche halt immer ein bisschen Damage. Gehe jetzt wieder in meine Anna rein und dachte mir so, okay, er muss jetzt switchen, weil er braucht Felinara noch. Er braucht Felinara noch, das heißt, er muss switchen. Die Frage, in was würde er gehen? Und das habe ich mir schon ein bisschen überlegt. Er wird wahrscheinlich in Elfen gehen müssen und dachte mir so, okay, er wird in Elfen gehen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich relativ safe einen Zap bringen. Was sehr gut ist. Das heißt, er switcht aus. Ich kann jetzt in meinen Sumpex mit in die Megaform gehen, was super geil war. Also wirklich, das war legit geil. Ich konnte hier super safe auf den Zap gehen. Da hinterm Zap versteckt Elfen, kann mich nicht mit dem Energieball direkt rausnehmen. Ich habe den Regen noch draußen und kann jetzt erstmal einen fucking Eishieb draufdrücken. Ja, und das tut auch so ein fucking Elfen weh. Und das heißt, ich glaube, wenn das nicht investiert ist, nehmen wir es direkt raus. Ja, aber... Ich muss an dieser Stelle sagen, er zeigt mir hier die... Ich weiß nicht, welche Beere ist. Kiora-Beere. Ist das die Kiora-Beere? Ich weiß gar nicht, welche Beere das ist. Welche ist es? Ist es die? Oder bin ich jetzt falsch? Kiora-Beere. Ja, er zeigt mir die Kiora-Beere. Damit, ja, wird der Schaden halt reduziert. Er geht im nächsten Turn auf den Energieball, bricht damit mein Zap, was auch klar ist. Und das ist das, was ich meine, Leute. Elfun ist jetzt halt schneller mit dem Rückenwind, was aber nicht schlimm ist. Ich gehe jetzt wieder auf den Eishieb, was auch... gut ist, aber es reicht nicht aus. Dadurch, dass er die Beere drauf hatte und investiert ist, würde er wahrscheinlich extra so gerechnet haben, dass er die jetzt tanken kann. Ich gehe jetzt in meinen Tony Stark, weil ich gedacht habe, er wird vielleicht rauswechseln mit einer Kehrtwende, was auch immer, weil er meinen Switch prediktet. Und hiermit kriegt er jetzt nochmal Eisenstacheln-Damage. Damit fällt auch Elfung, was sehr nice ist, weil Elfung war für mich richtig, richtig schwierig zu handeln, weil Elfung halt schnell ist, durch Sträuch halt immer wieder Rückenwind oder sowas bringen kann oder halt Sonnentag. Und ja, ich hatte jetzt an dieser Stelle ein folgendes Problem. Ich musste irgendwie gucken, dass ich dieses Terrakium rauskriege. So, und ich dachte mir so, okay, was soll er machen? Was soll er machen? Ich kann eigentlich meinen Tentate hier sterben lassen, weil ich wollte einfach nur gucken, was er machen kann, ob er Z-Move spielt oder nicht. Er geht hier auf den Delegator und zeigt mir den Delegator und ich bin froh, dass ich drin geblieben bin, weil sonst hätte ich echt Probleme gehabt. Er hätte wahrscheinlich Schwertanz gedrückt oder sowas und dann hätte ich mega krasse Probleme gehabt, um das Ding hier nochmal rauszukriegen. Ja, an dieser Stelle hätte ich, ganz ehrlich, ich hätte rauswechseln können in Sylveon, hätte den Nahkampf getankt, hätte keine Probleme gehabt. Ich, Idiot, hab's nicht gemacht. Was einfach legit dumm war. Ich hätte Tentante noch gehabt, ich hätte damit reagieren können. Ich hab's nicht gemacht, Leute. Fragt mich nicht, wieso. Ich hab's nicht gemacht. Was für eine Scheiße. Ich gehe jetzt in Boreas, weil ich dachte, okay, mit Akrobatik, Eisenschweif kann ich halt guten Damage machen. Und wenn er halt in Heatran geht, mache ich halt auch ein bisschen Chip-Damage nochmal auf Heatran. Und mit ein bisschen könnte ich Heatran auch rausnehmen. Ich gehe hier auf den Eisenschweif, der trifft, was gut ist. Und ich kriege den Death Drop und dachte mir so, geil. Death Drop und das draufbleiben. Ich habe aber gesehen, dass es dann noch leider überlebt. Er geht jetzt auf den Lavasturm, der misst. Ich habe gedacht, okay, ganz ehrlich, ich nehme jetzt raus. Den Mist nehme ich an. Ich misse auch. Jetzt sitzt er wieder Lavasturm, er misst wieder. Ich habe gedacht, lol, nicht nochmal. Ich habe gedacht, jetzt gehe ich nochmals auf den Schrei, also nochmal drauf. Ich misst wieder, er misst wieder. Und ich dachte mir so, nicht ein Ernst. Zwei Turns, alle Monster haben gemisst. Ich habe aber jetzt Gott sei Dank getroffen, konnte damit das Heatran rausnehmen, ohne dass Boreas hier noch großen Damage kassiert. Damit fällt Heatran auch an seiner Stelle und er geht jetzt in Latis Spaß rein. Problem ist an dieser Stelle, ich kann nicht viel gegen Latis Spaß machen, weil mit Abschlag... Okay, ich könnte halt mit Abschlag was machen. Aber,
nicht so viel Damage, dass ich Latios rausnehme. Dafür müsste ich halt Protzer spielen. Das spiele ich halt nicht. So, er geht hier jetzt halt auf Latispaß, geht in die Megaform. Ich bin halt im Pelipper gegangen, habe ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht den Hit tanke oder beziehungsweise die Tarnstein überlebe, aber es hat halt wieder nicht gereicht. Er geht hier auf den Donnerblitz, zeigt mir, dass er auch den dann Z hat. Ich gehe in meinen Captain Marvel, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich den Regentanz rausbringe. Oder den Regen rausbringe. Und deswegen ging ich hier auf den Regentanz und dachte mir so, gut, ich habe den Regen draußen. Nice, finde ich toll. Regen ist draußen. Sehr schön. Hab dann überlegt, okay, was soll er machen? Was kann er machen? Eigentlich nicht viel. Und bin dann jetzt auf die Kehrtwende gegangen. Ich hätte vielleicht auch Toxin drücken können, habe ich überlegt. Weil Toxin wäre auch gar nicht so dumm gewesen. Weil er zeigt mir halt einfach, dass er halt nicht offensiv ist, weil es der Donnerblitz macht halt echt wenig. Er spielt halt wirklich defensiv. Ich gehe jetzt in meinen Iron Man, weil ich dachte, okay, mit Elitzart kann ich hier relativ gut was machen mit einer Finster-Aura. Und mit Trockenheit kann ich mich hier wieder recovern. Und ich habe halt gehofft, vielleicht flinche ich ja so ein bisschen. Wir sehen, dass wir ungefähr so 40% ungefähr machen. Er geht hier jetzt für die Genesung, was mir echt gegen den Strich so ein bisschen ging. Weil ich dachte, ey, ganz ehrlich, das ist nicht so geil. Das ist echt nicht so geil, dass er hier jetzt sich recovern kann die ganze Zeit. Und er wechselt hier jetzt wieder an dieser Stelle raus. Ich bin hier weiter für die Finsteraura gegangen. Hätte ich hier an dieser Stelle wirklich wieder Voltwechsel gedrückt, hätte ich meinen Sumpix reinkriegen können. Wir hätten super gute Placements gehabt. Wir hätten wieder guten Standpunkt gehabt. Das Problem war an dieser Stelle aber, ich habe es nicht gemacht. Er hat jetzt Philly drin. Das heißt, ich muss jetzt relativ hart raus switchen. Oder ich gehe mit einem Voltwechsel raus und irgendwas kriegt eine Schallwelle ab wahrscheinlich. Er wird wahrscheinlich auch auf eine Schallwelle gehen. Deswegen dachte ich mir so, okay, ich bleibe drinne. Und macht Damage drauf, weil er wird wahrscheinlich auf eine Schallwelle gehen, weil die Schallwelle will ich irgendwo nirgends tanken. Oder fressen. So. Und, ja. Ich gehe jetzt weiter auf Donnerblitz, weil ich dachte, okay, ich kann Philly eigentlich, wenn es gut läuft, fast rausnehmen. Ich hätte eigentlich jetzt auch in diesem Turn relativ safe auf den Voltwechsel gehen können. Wäre auch eine gute Idee gewesen. Habe ich aber auch an dieser Stelle nicht gemacht. Ich bin nämlich immer weiter auf Donnerblitz gewesen, weil ich mir dachte, okay, Donnerblitz ist gut, du machst Damage drauf, das Ding recovert zwar immer wieder, aber Donnerblitz ist gut. Er geht jetzt hier wieder, oder er ging ja für den Protect, er kann ihn leider nicht rausnehmen, er geht jetzt auf den Wunschtraum, das heißt, er hatte eine Schallwelle drin, Wunschtraum, also es ist ein defensives Felinara. Und jetzt dachte ich mir, okay, wenn er an dieser Stelle Wunschtraum hat, wird er jetzt wahrscheinlich auf Protect gehen. Das heißt, ich kann jetzt relativ safe mein Selfie reinbringen und wieder den Regen, was sehr gut wäre. Aber ich dachte mir auch so, wenn er jetzt Protect drückt, kann ich auch auf meinen Falken gehen und mit meinem Falken oder Falken könnte ich dann auf den Eisenschweif gehen und könnte ihn damit auch rausnehmen. Jetzt war es hier wieder an dieser Stelle, wo wir vorhin schon einmal waren. Es ist ungefähr so eine kleine Wall-Sache. Er kann sie überleben, muss es aber nicht. Dadurch, dass er wieder Protect macht, das heißt, er kriegt jetzt den Double Protect. Ist es der Double Protect? Ich weiß es gar nicht. Und ich halt überlegt hatte, er wird vielleicht rausswitchen, ging ich halt für Abschlag, weil ich gedacht habe, vielleicht geht er auf Latios. Auch an dieser Stelle war es ein dummer Zug von mir, weil ich habe halt echt mit dem Switch gerechnet von ihm. Wirklich, ich weiß, für euch ist das immer schwierig, sowas zu sehen und denken, ah, lol, warum macht der sowas? Leute, ich bin halt davon ausgegangen, dass er halt switcht auf Latios, weil den Eisenschweif kann Latios am besten tanken und Felinara kann er halt auch noch gebrauchen. Und deswegen dachte ich mir so, okay, vielleicht würde er es machen, hat er nicht gemacht, was dumm war, von meiner Seite wieder aus. Ich bin jetzt wieder mein Selfie gegangen, kriege den Tarnstein-Damage, weiß jetzt auch genau, dass ich in der Range von der Schallwelle bin, was auch nicht so geil ist, ja, aber ich kann nochmal den Regen rausbringen, was an dieser Stelle gut ist, weil den Regen rausbringen ist an dieser Stelle immer gut, ja. Er geht auf eine Schallwelle, ich sterbe jetzt an dieser Schallwelle, weil ich, wie gesagt, durch den Tarnstein in diese Range gekommen bin. Sehr schade eigentlich, ich hätte gerne noch einmal Toxin auf das Ding gedrückt. Oder so, oder halt nochmal eine Kehrtwende. Hätte nicht mehr viel gebracht, aber Toxin hätte ich echt gern drauf gekriegt. Ich gehe jetzt wieder meine Anna, also mein Megaswamp hat, kriegt natürlich ein bisschen Tarnstein-Damage, was auch okay ist. Und habe mir überlegt, okay, ganz ehrlich, du musst auf eine Kaskade gehen. Du kannst nichts anderes machen an dieser Stelle. Bin auf die Kaskade gegangen, die macht super guten Damage. Er kriegt den Flinch. Holy shit, was echt hexlastig heute ist in dem Match, muss ich sagen. Und dachte mir so, okay, ich kann jetzt nochmal auf die Kaskade gehen, kann damit Felinara rausnehmen, was auch sehr gut ist an dieser Stelle. Und dachte mir so, okay, was mache ich jetzt? Bleibe ich drinne, versuche Latios rauszunehmen, weil
es ist halt relativ obvious, dass er jetzt den Energiebar drückt. Wäre ich jetzt in Boreos gegangen, wäre das halt relativ okay gewesen. Das Problem aber an dieser Stelle ist, ich bin nicht mehr schneller mit Sumpex. Ich werde nicht schneller sein, weil der Regen jetzt weg ist. Das heißt, ich bin mit Sumpex drin geblieben, habe gedacht, ich lasse das Ding sterben. Hab jetzt nur noch meinen Boreos, meinen Falken und jetzt muss ich wirklich lange überlegen, mache ich eine Akrobatik, werde ich hier den Abschlag drücken die ganze Zeit. Und ich bin für den Abschlag gegangen, auch wenn ich dadurch Terrakion booste mit der Fähigkeit, weil es ja Redlichkeit hat. Ich konnte aber nichts anderes machen, weil ich wollte halt dieses Latios noch rauskramen, zumindest für die Punkte. Aber er drückt hier wieder die Genesung. Und Leute, ich sag's euch jetzt so, wie es ist. Das Match ist gelaufen. Da kann ich nichts mehr dran machen. Hat er gut gespielt, ganz einfach, weil er recovert sich jetzt noch, glaube ich, 2 Turns weiter, weil er will halt auf das 3-0 spielen, was verständlich ist, was mich, Entschuldigung, das kotzt mich an. So, ich wollte es ihm immer gesagt haben. Wer das bis zum Ende gesehen hat, kann wegen mir gerne Hashtag Kotzen reinschreiben. Es kotzt mich einfach an sowas. Wirklich. Weil das Match ist gelaufen, Bruder. Scheiß drauf, töte mich einfach und fertig. Ja, nein. Genesung, Genesung, fertig. Scheiß auf das 3-0 oder 2-0. Ja. Aber egal, ich gehe weiter auf Abschlag. Hätte ich gequittet, wäre es okay gewesen, hätte ich ihn zumindest noch ein 2-0 gekriegt, aber er hat mich so getötet. Er gewinnt hier 3-0. Das hat der Lewis echt gut gespielt. Ich habe so ungefähr bei Mitte des Matches habe ich hier echt das Ding ein bisschen nach und nach mehr aus der Hand gegeben. Hätte ich zum Beispiel nicht den Switch predicten wollen, bei Philly wäre auf den Eisenschweif gegangen, hätte ich halt Philly Nara rausgehabt, safe. Das heißt, ich hätte safe auch mein Safe besser reinbringen können, hätte da nochmal auf den Regentanz drücken können besser, hätte Boreos nicht wieder rausswitchen müssen und. Das waren alles solche Moves und sowas, die mich halt echt viel gekostet haben. Auch zum Beispiel mein Elezard habe ich dadurch sterben lassen. Und hätte ich das nicht predicted, wäre ich zum Beispiel auch auf die Akrobatik gegangen, wo Heatwind reinkam, was auch relativ obvious war. Hätte ich wahrscheinlich noch besser unter Druck setzen können, habe ich nicht gemacht. Ich hätte auch, wie gesagt, meinen Tentante rauswechseln können. Und wäre in Safe gegangen, was halt super safe den Nahkampf getankt hätte. Aber ich war halt echt ein bisschen, wo ich dachte, ja, vielleicht auch nicht. Aber ist halt so. Kann man nichts machen, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war Spieltag Nummer 4. Wir verlieren 3-0. Sehr, sehr schade. Trotzdem hat es mir gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns im nächsten Spieltag wieder. Bis dann. Tschüss. Dankeschön fürs Zusehen und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.